begrüße den Präsidenten des Deutschen Forstvereins, Carsten Hilke, mit seinem Team. Herr Stadtminister Brunner, Sie haben natürlich recht. Es sind ganz einfache Fakten. 25% der Waldfläche Deutschlands, das ist Bayern. Und wenn man dann noch die Vorratsreichtum Ihrer Länder betrachtet, dann setzt das noch einen Punkt drauf. Ich habe mitbekommen, es sind mehr Lehrgangsteilnehmer gekommen, als man ursprünglich erwarten konnte. 1200 an der Zahl, kein Wunder, ich habe nämlich meiner Forstverwaltung Bildungsurlaub gewährt und sie nutzen diese niveauvollen und besonders auch sehr vielfältigen Angebote, sich weiterzubilden